Die Wechseljahre werden von vielen Frauen als einschneidenden Umbruch in ihrem Leben empfunden und bewertet, während manche Frauen diese fast spurlos an sich vorüberziehen lassen. Wie machen die das? Erfahre in unseren Gesundheitstipps für die Wechseljahre, wie du diese leichter schaffst. Die meisten Frauen betrachten die Wechseljahre als Abschluss eines wichtigen Abschnittes ihres Lebens. Viele von ihnen werden von der Menopause in eine kleine mentale Krise gestürzt, da damit ein bis dahin unerfüllter Kinderwunsch für immer unerfüllt bleibt. Andere nehmen die Menopause aber auch zum Anlass, das Leben neu zu ordnen und nochmal neu durchzustarten. Was du daraus machst, bestimmst letztendlich nur du selbst. Wichtig ist, dass du ein paar kleine Gesundheitstipps für die Wechseljahre umsetzt, damit du unbeschwerter durch die Zeit des Umbruchs kommst und die Wechseljahre positiv statt negativ erlebst. Lies nach, worauf du achten solltest. Zur Vorbeugung von Osteoporose ist es nicht nur während der Wechseljahre sinnvoll, kalziumreiche Lebensmittel zu konsumieren und etwas Sport zu treiben. Bedenke, dass der Körper Kalzium nur in Verbindung von Vitamin D3 in die Knochen einbauen kann. Bewegung an der frischen Luft ist daher doppelt wichtig. Dein Körper kann den Einbauhelfer des Kalziums, Vitamin D, mit Hilfe von UVB-Strahlung ganz von allein herstellen. Lasse beim Arzt bei einer Blutuntersuchung untersuchen, wie gut es um deine Versorgung mit Vitamin D steht und ergänze gegebenenfalls. Der wichtigste Rat, wie du gut durch die Wechseljahre kommst, ist der, das Leben von seiner positiven Seite zu betrachten. Nicht wenige Frauen werden während der Wechseljahre in eine tiefe Sinnkrise gestürzt, die bis zu einer Depression führen kann. Sei aktiv, statt dich zu verkriechen. Nutze die Wechseljahre, um für dich auch wichtige Entscheidungen zu treffen. Entdecke dich selbst neu und nimm diese Lebensphase zum Anlass, dich von emotionalem Ballast zu befreien. Trenne dich von Menschen, die dir nicht gut tun. Widme dich neuen Hobbys. Tue Dinge, die du schon immer mal machen oder ausprobieren wolltest. Wann, wenn nicht heute, ist die beste Zeit, dein Leben positiv zu betrachten. Du brauchst nicht die Wechseljahre, um dein Leben auf die positive Seite umzukrempeln. Aber vielleicht ist das der letzte Anstoß, den du brauchst, um Dinge zu verändern. Die Krankenkasse zahlt in Deutschland einige Vorsorgeuntersuchungen, die du nicht nur in den Wechseljahren, sondern grundsätzlich immer nutzen solltest. Frage bei deiner Krankenkasse nach, welche Untersuchungen das sind und lasse dich von deinem Arzt darüber informieren, ob in deinem speziellen Fall eine engmaschigere Kontrolle sinnvoll ist oder welche Zusatzvorsorgeleistungen, zum Beispiel eine Knochendichte-Messung, bei dir angebracht sind. Mit steigendem Alter steigt auch das Risiko für gewisse Erkrankungen, so dass ein regelmäßiger ärztlicher Check-up keiner Diskussion bedürfen sollte. Du kennst deine erbliche Vorbelastung am besten und weißt, wo du dadurch ein erhöhtes Risiko hast, zum Beispiel für Darmkrebs oder Brustkrebs. Die Haut verliert an Feuchtigkeit und kann diese mit steigendem Lebensalter nur noch schlecht speichern. Sie fühlt sich trocken an, spannt und es entstehen, zusätzlich zu den sich tiefer einkerbenden Falten, auch kleine Trockenheitsfältchen. Die Haut hat Durst. Das liegt nicht nur am Feuchtigkeitsverlust, sondern auch am erhöhten Bedarf an pflegenden Fetten und Ölen. Eine sonst eher fettige Haut wird mit zunehmendem Alter immer trockener und eine mattierende Creme für fettige Haut wird nicht mehr ausreichen. Ein Spannungsgefühl bleibt zurück. Jetzt ist es Zeit für eine reichhaltigere Creme und zusätzliche Pflege in Form von Pflegemasken.
In einigen Studien konnte außerdem nachgewiesen werden, dass die Phytoöstrogene aus Sojabohnen dabei helfen, die Wechseljahre besser zu überstehen. Mittlerweile gibt es diese Wirkstoffe auch in Tabletten zu kaufen. Aber da Sojaprodukte generell sehr gesund und auch fettarm sind, solltest du diese immer häufiger in deine Ernährung einbauen. Es gibt verschiedene Wege, um die Effekte der Menopause abzumildern. Gegen ungewollte Gewichtszunahme helfen mehr Bewegung und eine gesunde, ausgewogene Ernährung, die auch im Hinblick auf andere Krankheiten immer sinnvoll ist. Setze diese Gesundheitstipps für die Wechseljahre in die Praxis um.